Hallo zusammen, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier so schnell hier durchrenne, das liegt daran, dass ich versprochen bzw. wie vor 2 Folgen gefragt und dann durch einen Kommentar von Kebo bestätigt, hier eine kleine Trainingssession eingelegt habe. Um genau zu sein, habe ich mehrere gemacht. Das hier gehe ich in 1,5 Stunden die komplette Erweiterung nochmal durch. Werde hier von Sumpfkohle ziemlich böse gejagt. Aber ich gehe die Erweiterung durch, ich finde einige Items, einige Pilze sogar nochmal. Aber vor allem auch sehr viele Gegner, die ich dann umlege für sehr viel Erfahrung. Denn ich habe nochmal geschaut, ich habe zwar schon den 6. Kreis der Magie, aber ich brauche noch ganz viele Lernpunkte für meinen Zauber. Nicht nur das, ich hatte mir ja überlegt, eventuell Monsterschrumpfen zu benutzen als Zauber. Das Problem ist nur, Monsterschrumpfen braucht 300 Mana. Und gut, da habe ich gerade noch mal ein bisschen Stärke gekriegt durch die Äpfel. Genau, Monsterschrumpfen braucht 300 Mana. Und so viel habe ich nicht, ich bin gerade bei 200. Und ich kann zwar, also ich muss auf jeden Fall noch die Sprache der Bauer lernen auf 3. Da kriege ich nämlich nochmal einiges an Mana dazu, durch meine Tafeln. Wobei ich jetzt leider keine Tafeln mehr gefunden habe, wenn die Erweiterung nochmal durchgehen. Ist aber die Frage, ob ich es überhaupt schaffe, wirklich auf 300 Mana zu kommen. Ist gerade ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Nicht zuletzt, weil ich ja das Priesterset schon trage. Und selbst damit nur auf 200 Mana komme. Die andere Möglichkeit wäre Dämon beschwören, genau. Problem ist nur, um einen Dämon zu beschwören, muss ich zunächst mal einen Dämon umlegen und muss ihm sein Herz entnehmen. Ich weiß nicht, ob ich ihm das Herz schon entnehmen kann oder ob ich das erst lernen muss. Falls ja, kostet das natürlich nochmal Lernpunkte. Die Frage ist natürlich, wie kriege ich einen Dämon klein? Ich kriege einen Dämon klein zum Beispiel, indem ich entweder selber einen Dämon beschwöre. Dafür habe ich Spruchrollen oder indem ich ihn schrumpfen. Problem ist nur, der Monster schrumpfen gibt es exakt 2-mal im Spiel. Die Schriftrolle. Eine davon brauche ich für die Rune, falls ich Monster schrumpfen lernen will. Gut, hier bin ich gerade vor Sumpfkolos geflohen, durch den Teleporter durch. Und habe dann, als ich zurückkam, direkt nochmal den Eiszauber gemacht. Allerdings waren die da schon weg, die sind wohl despawned und wieder neu gekommen. Wurden wieder neu in die Welt eingefügt, als ich nämlich zurückteleportiert habe. Da war ich dann aus Versehen kurz im Banditenlager. Aber das hat keine wirklichen Konsequenzen, so wie es aussieht. Und hier, schaut mal, eine. Wie hießen denn die? Das waren doch die Gebäude von den alten Erbauern, ne? Und ich finde, wenn das Spiel so in 6-facher Geschwindigkeit läuft, dann das könntest du ruhig öfter tun. Das wäre nicht unangenehm. Genau, dieser Tempel ist das. Keine Ahnung welcher. Ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich alle durch bin. Ich glaube, ja. So, da komme ich nicht runter. So muss ich da irgendwie runterlaufen. Ach, du, guck mal, Dunkelpilze. So, genau, jetzt bin ich wieder hier von den Golems. Ja, genau, das ist... Ja. Pilze essen. Pilze sind super. Pilze geben Mana. Wie gesagt, ich bin 300 Mana. Zombie! Genau, da habe ich eine Weile rumgemacht, weil ich habe zwar hier noch an dieser Stelle genug Mana und Heiltränke. Das Problem ist natürlich, Mana-Tränke sind begrenzt. Mein Gold ist gerade relativ niedrig. Deswegen habe ich nach der Möglichkeit gesucht, wie ich mit möglichst wenig Mana... ...möglichst wenig Mana-Verbrauch diesen Zombie umlegen kann, weil die ja einigermaßen viel aushalten. Und die Antwort darauf ist ganz einfach einfrieren und dann mit der Waffe draufhauen. Das reicht tatsächlich aus. So, dann habe ich letztes Mal oder vorletztes Mal noch gemeint, dass ich mich mit Miguel anlegen will. Aber zunächst mal habe ich ein Sumpfkraut gefunden und will es noch bei Fortuna abgeben. Dann prüfe ich kurz, ob mein Ausflug als Magier hierher negative Folgen gehabt hat. Aber nein, hat er nicht, wie ihr seht. Die verfolgen mich nicht. Und damit bin ich dann eigentlich mit dem Sumpf soweit fast fertig, ne? Diesen Drachenstepper, der mich interessanterweise ignoriert, weil er einfach auf die Ratte geht. Nun denn, ich ruhe mich mal eben aus. Genau.
Drachensnapper Ahoy. Auf den einen musste ich gar nicht mehr draufhauen, weil der schon angeschlagen genug war für den Eisblock. Genau. Genauso ist bei den Drachensnappern die beste Möglichkeit, einfrieren, zweimal draufblitzen und dann draufhauen. Vielleicht wird es auch mit einmal blitzen gehen, wenn es ein Einzelner ist. Aber bei zweien ist mir die Gefahr dann doch zu groß, dass beide auftauen, während ich noch drauf haue und ich dann zwei Gegner unmittelbar neben mir habe. Da habe ich dann halt irgendwie doch keine Lust drauf. So, wo war ich? Zauber, genau. Nee, weiß nicht mehr. Habe ich vergessen. Ich brauche auf jeden Fall ganz viele Lernpunkte. Mindestens für Mana. Miguel, genau, den wollte ich umlegen. Habe ich erwähnt vor zwei, drei Mal. Vor zwei Folgen, glaube ich, habe ich es erwähnt. Aber der hat leider nicht wirklich was dabei. Ich dachte, ich komme an sein Händlerinventar. Aber das ist leider nicht der Fall. Da lagen noch ein paar Tränke, die ich irgendwie übersehen hatte beim ersten Durchspielen. Genau, und den Golem hier habe ich einfach eingefroren, bin dran vorbeigelaufen. Ich meine, das geht ja zum Glück. Ich kann ja Golems einfrieren. Ich kann sie halt nur nicht umbringen. Zurzeit. Zumindest nicht ohne extrem viel Mana zu verschwenden. Deswegen hoffe ich hier ja auf Monster schrumpfen oder auf Dämon beschwören. Dann würde ich hier nochmal hergehen und die ganzen Sumpf-Golems umlegen. Die dann sicherlich nochmal gute Erfahrung geben. Aber ich denke, ich kann zunächst ganz gut damit leben, die Golems hier auszulassen. Ich meine, ich weiß ja, wo die sind. Die sind ja alle im Sumpf. Soweit ich weiß, gibt es keinen Golem außerhalb des Sumpfes. Also es gibt, wie gesagt, einen hier oben auf dem Weg nach unten, klar. Den ich auf dem Weg nach oben eingefroren habe. Aber an dem komme ich ja vorbei, wenn ich zum Sumpf runtergehe, von daher passt das. So, hilft damit. Genau, im Sumpf bin ich fertig. Deswegen gehe ich jetzt den ganzen Weg zu den Piraten ab. Ich könnte da links hoch, aber das tue ich nicht, weil da komme ich eh nochmal vorbei, wenn ich den letzten Weg nochmal lang gehe. Das ist ja dann der letzte Abschnitt, quasi, wo ich dann hier hochkomme. Deswegen habe ich das hier gelassen. Oh, Drachensnapper. Problem ist natürlich, die verfolgen mich und wenn sie direkt an mir dran sind, dann die nichts anhaben. Kann ich sie vor allem nicht einfrieren. Ich habe gerade gesehen, hier am Weg lag noch ein Dunkelpilz, den hatte ich übersehen. Wahrscheinlich, weil ich hier mit Alligator Track durchgerannt bin. Und wie blöd ich gerade war, ich habe hier gerade eine vollständige Heilung getrunken, aus Versehen. Das heißt, ich habe hier schon mal einen von diesen Heiltränken, die alles heilen, aus Versehen verschwendet. So, hier höre ich mal den Lurker. Und dann fällt mir auf, dass das, was ich hier tue, ziemlicher Unsinn ist. Dann esse ich einen Snapperkraut, damit ich schneller hochkomme. Das ist deswegen Unsinn, weil ich natürlich hier hochklettern kann. Und hier unten nochmal schauen will, ob hier nicht neue Gegner sind. Und dann komme ich sowieso da unten hin. Das gerade, was da angestanden war, Exploit Malus. Man kriegt ja hier 100 Erfahrungspunkte ursprünglich, wenn man zum ersten Mal runterspringt. Aber wenn man das wiederholt tut, dann wird das durch diesen Exploit Malus wieder aufgehoben. Hier habe ich gesehen, dass da oben die Höhle weitergeht. Habe mich hochgecheatet, einfach um zu erforschen. Und habe gemerkt, da ist nichts. Und dann habe ich wieder geladen, nachdem ich den Cheats wieder ausgemacht habe. Das war reines Interesse von mir, um zu wissen, was da oben ist. Es ist nicht unbedingt spielrelevant. Aber ich dachte mir, wenn ich schon mal da bin, dann mache ich das doch gleich. So, im Canyon war ich ja auch schon. Da gibt es ganz viele Trolle. An die Trolle komme ich auch nicht ran, ohne Monster schrumpfen oder zumindest Dämon beschwören. Von daher brauche ich da jetzt auch nicht mehr hin. Aber genau, das ist die andere Stelle, an die ich noch will, wenn ich meine besseren Zauber habe. Die dritte Stelle, zu der ich noch möchte, ist hier links, sieht man vielleicht am Rand, ist ein Troll. Was ich, ob man den sieht, müsste ich vielleicht kurz pausieren. Hinter mir ist ein Troll. Der ist relativ groß. Ah, da ist er, da sieht man ihn. Das ist die dritte Stelle, wo ich dann auf jeden Fall nochmal hin muss später, wenn ich stärker bin. Ja, also muss ich im Prinzip die komplette Erweiterung mehr oder weniger nochmal abgrasen, aber ich weiß dann immerhin, wo ich schon hin muss. Von daher ist das nur halb so wild. So, hier hinten war noch eine Höhle, falls ihr euch erinnert, da war ich auch mal drin.
aber leider gibt es hier nichts mehr. Keine Gegner, Truhen sind ausgeräumt. Also, ja, wie gesagt, ich war hier schon. So, dann gibt es hier wie auch bei dem anderen Tempel nochmal Dinge. Gegner vor allem. Was ich mich allerdings gerade frage. Ja, nee, egal. Feuerteufel, komm her! Genau, wie ihr seht, kann ich den Feuerteufel tatsächlich bekämpfen. Mit meinem Blitzschlag. Ich brauche zwar zwei Anläufe, weil er mich sonst kriegt. Aber so generell funktioniert das. Und damit bin ich jetzt eigentlich auch motiviert, in die Bibliothek zu gehen. Das Problem ist halt nur, vor der Bibliothek stehen natürlich die Trolle, mit denen ich mich vorbeikomme. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht machen. Aber später, wenn ich dann zurückkomme mit meinen stärkeren Zaubern, werde ich das auf jeden Fall tun. Aber da muss ich eh hin, weil da die Trolle sind. Also alles gut, nichts verloren. Die Lautung muss ich gerade nach dem Speichern. Das lag daran, dass ich hier, dass es zwei Aufnahmen sind, gespeichert. Und dann habe ich da ein bisschen später wieder geladen und weitergemacht. Das ist der Grund, warum. Das war dann noch die Musik aus dem Titelbildschirm. Ich habe einfach nicht lang genug gewartet, wie ich das sonst so tue, damit die verschwindet. Da rennt er einfach an mir vorbei. Ach genau, hier versuche ich es mit nur einem Blitz. Ah ja, okay. Und da seht ihr, es geht zwar, aber da kriege ich schon gut Schaden. Weil er halt eben doch auftaut, bevor ich ihn wirklich umlegen kann. Und hier werde ich eingefroren. Das ist nicht so gut. Ich warte geduldig ab, ob ich auftaue. Ich taue auf, kann mich aber leider nicht bewegen. Und deswegen muss ich ja nochmal laden und dann mache ich den einen Skelettmagier von hier drüben. Ich speichere nochmal. Und dann kletter ich hier hoch, um nicht so in der Schusslinie zu sein. Und damit habe ich dann die wichtigen Gegner hier drin auch schon erledigt. So, dann hätte ich jetzt eigentlich nur noch. Ach, genau, hier hinten. Ah, genau, hier hinten, hier war noch was. Genau, Dunkelpilze noch ein paar. Noch plus 5 Mana, sehr schön. Damit habe ich jetzt, glaube ich, genau 200. So, da ist der Eremit. Die letzte Stelle, die ich jetzt noch abgrasen möchte, ist so dieser schlängelnde Weg nach oben. Und da ist, glaube ich, auch noch. Ja, ach ja, genau, da ist ja nochmal eine Höhle. Und seht ihr gleich, was ich meine. Das ist die vierte Stelle, an die ich nochmal hin muss. Da ist eine Höhle, die habe ich gar nicht entdeckt. Auf dem Weg hier auf dem ganz normalen Durchspielen, interessanterweise. Da ist eine Belia-Statue drin und ein paar. Nee, nicht ein paar. Eine Steintafel war drin. Weiß gar nicht mehr welche. Wird nicht so wichtig sein. Kann ich auf jeden Fall noch nicht lesen. Meine Dreier. Wie gesagt, es gibt weiter oben nochmal den Troll. Den seht ihr gleich nochmal. Das ist dann die vierte Stelle, wo ich nochmal hin muss. Genau hier. Dann kann ich auch nochmal in die Höhle rein, aber das wäre mir jetzt zu blöd, mich an dem Troll vorbeizuschleichen, nur in die Höhle reinzugehen. Das mache ich dann, wenn ich ohnehin nochmal hergehe. So, und dann bin ich jetzt hier oben, wo ich meinte, auf dem Weg zu den Piraten. Bin ich wieder hier und finde hier noch ein paar Bären. Gut, das war's dann aber soweit. Damit bin ich durch die Erweiterung komplett durch. Ich glaube, ich handle hier noch ein bisschen mit Kronos, oder schauen wir zumindest an, was er so hat. Er hat noch einen Runenstein auf jeden Fall, aber ich habe so viele Runensteine auf Vorrat, den brauche ich zurzeit einfach nicht. Vertick ihm erstmal das ganze unnütze Zeug. Und das war's dann eigentlich mehr oder weniger in dieser Trainingsfolge. Genau, hätten wir mal geguckt, was die Lernpunkte kosten. Aber das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.